meine Lieben, bei Gabis Kochbuch. Ich möchte mit euch heute panierten Camembert zubereiten. Und wir brauchen dafür einen kleinen Camembert zum Panieren, Ei, Mehl, Weißbrotbrösel und etwas Salz dann zum Würzen und Fett zum Auspacken. Und im ersten Schritt werde ich meinen Camembert eine halbe Stunde in das Gefrierfach legen. Ich habe mir jetzt für das Panieren unseres Camemberts erst einmal Mehl, dann gut verrührtes Ei und Weißbrotbrösel vorbereitet. Wie gesagt, der Camembert soll nicht durchgefroren sein, er soll nur schön stocken. Und da drinnen paniere ich den Käse jetzt. Ich habe auch schon Öl in der Pfanne erhitzt und da werden wir jetzt diesen Camembert langsam knusprig goldbraun backen. Unseren Camembert werden wir jetzt rundum goldbraun frittieren, dann lassen wir ihn abtropfen und dann werden wir ihn auch schon heiß servieren. Und jetzt freue ich mich schon auf diesen herrlichen gebackenen Camembert. Dazu gibt es grünen Salat und Preiselbeeren. Die passen für mich da auch ganz hervorragend dazu. Es freut mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Lass doch ein Like da oder einen lieben Kommentar, das motiviert mich dann noch ganz besonders. Bis zum nächsten Mal.